Besonderer Besuch in Eichstätt. Mitten auf dem Marktplatz parkt ein riesiger Lastwagen. Der Missio Fluchttruck ist da. Aber er ist kein Museum und auch keine Ausstellung. Im Truck erlebt man eine Flucht aus dem Kongo nach Europa hautnah. Er setzt den Akzent auf einzelne Fluchtgeschichten. Also man hat am Anfang der Ausstellung die Möglichkeit, sich mit einem Kongolesen oder einer Kongolesin zusammenzutun und aus deren Perspektive ihre Flucht zu erleben. Die Schüler der 8. Klasse des Willibald-Gymnasiums in Eichstätt sind gleich mittendrin. Lukas schlüpft in die Rolle des Flüchtlings Samuel. Der muss aus dem Kongo fliehen, aus Angst vor dem Tod. Das Schicksal von Samuel beginnt in einer Kirche. Sie wird befeuert. Die Jungen der 8b müssen nun am Touchscreen entscheiden, wie sie reagieren wollen. In jedem Raum finden die Jugendlichen andere animierte Filme und Tonaufnahmen. Dort müssen sie Fragen beantworten. Wo soll ich als nächstes hin? Was packe ich ein? Wer hilft mir? Im echten Leben Fragen, bei denen es um Leben und Tod geht. Deshalb setzen sich die Hilfswerke der Kirchen besonders für Flüchtlinge ein. Dann findet man in dieser Ausstellung sehr viele Möglichkeiten, wie Kirche sich einbringt, um geflüchtete Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, wie sie ihnen Hilfe gibt und wie sie ihnen aber auch Hilfe zur Selbsthilfe gibt. Die Jugendlichen konnten sich beim Besuch des Trucks interaktiv mit den Gründen und Umständen einer Flucht auseinandersetzen. Das hat die Eichstätter Schüler bewegt. Am meisten schockiert hat mich die Zustände in den verschiedenen Städten, dass dort Soldaten einfach auf die unschuldigen Bewohner schießen, meist ohne Grund oder wegen ihrer Religion. Es zeigt verschiedene Geschichten, verschiedene Altersklassen. Jede Person hat eine andere Geschichte. Manchmal sind sogar Leute dabei, die nicht viel älter sind als wir. Dort weiß ich halt auch, wie es ihnen schon ergangen ist und dass es auch ein sehr mühseliger Prozess ist, überhaupt nach Deutschland zu kommen, an sich in ein anderes Land. Man sollte das schon einmal im Leben gemacht haben, damit man halt auch weiß, damit man auch nicht zu schnell Vorurteile schließt über jetzt Flüchtlinge aus anderen Ländern. Außerdem haben wir hier ja auch eine Flüchtlingsunterkunft. Und so könnte man vielleicht so die Leute mehr für Flüchtlinge öffnen, dass sie zum Beispiel, wie dort gezeigt wurde, da wollte niemand mit uns reden, als wir die Flüchtlinge waren, dass sowas nicht hier passiert. Die Jugendlichen sehen die Flucht jetzt noch einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel. Noch bis Freitag macht der Missio Fluchttruck auf dem Eichstätter Marktplatz Station. Für alle interessierten Bürger ist er am Donnerstagabend und Freitagmittag geöffnet.